Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider The Sacred Emerald in den Lords of the Lands. Nein, andersrum, The Lands of the Lords. So schwer ist es doch gar nicht. Gut, wir sind jetzt auf der Suche nach der vierten Maske. Wir sind auf der Suche nach dem vierten Drachenkopf. Und vielleicht ist jetzt hier der Block zum Reinschieben? Nee, gibt's nicht, ne? Also hört hier schon mal Giftpfeile. Also mal irgendwie wieder was anderes. Jeder Gang ist anders drauf, ist klar. Also wir hatten jetzt Wasser, Stein und Feuer. Was jetzt kommt, bin ich mal gespannt. Meistens kommt doch irgendwas mit Fallen. Hier handelt es sich irgendwie um Wasser. Wieder muss ich jetzt mal sehen. Enttäuschend feststellen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Also ich tauche jetzt erstmal hier lang. Und guck mal, ob das was bringt hier. Nö, das Wasser ist eigentlich nur da zum... Oder zum Secret besorgen. Wenn ich nämlich jetzt hier rausgehe... Da kann ich schon mal nicht dahinter. Kann ich hier dahinter. Auch hier kann ich nicht dahinter. Und dann sterben wir. Oder ich nehme mal ein Medipack. Weil ich will ja nur was ausprobieren. Auch hier scheint nichts dahinter zu sein. Hier scheint auch nichts dahinter zu sein. Und das Bild zieht sich schon wieder so eklig, weil ich vergiftet bin. Ich weiß. Hier ist nichts. Und da ist nichts. Okay, dann laden wir das wieder. Und hangeln jetzt mal eine Runde, ne? Was sind wir denn hier daheim? Hier. So, das ist jetzt wieder sehr lebensenergieraubend. Weil die nämlich hier diese komischen Gase spucken. Aber das haben wir schon mal gut geschafft jetzt. Und auch hier kommen wir wahrscheinlich gut vorbei. Hier, das klappt ja wunderbar. Und nach da vorbei. Aber da warte ich jetzt nochmal eine Runde. Kriegen wir Leben abgezogen? Nee, ne? Ach so, wir können. Schnell durch. Gut, was schnell ist, müssen wir der Lara nochmal erklären. Aber ansonsten war es gut. Dann sehen wir jetzt hier ein paar Türen. Ach so, das Labyrinth gab es in Tinnos noch. Vielleicht ist das hier auch sowas Labyrinthmäßiges. Das kann natürlich sein. Es sieht 94, das Labyrinth irgendwie noch übernommen hat. Ja, wir sehen schon wieder diese blauen Kristalle. Das ist typisch für das Labyrinth in Tinnos von Tomb Raider 3. Oh. Scheiße. So habe ich mich auch noch nicht erschreckt. Ich habe mich im Let's Play noch nicht so erschreckt. Mein Herz hat richtig wehgetan. Ich glaube, es ist gestolpert. Hilfe. Um Gottes heilige Wille. Was war das? Hilfe, echt. Also wenn man da nicht drauf gefasst ist, Leute... Gibt's nicht. Und jetzt schnell durch. Ich habe sogar Gänsehaut bekommen. Stellt euch das mal vor. Ich habe dadurch Gänsehaut bekommen. Kommen wir da jetzt dran vorbei? Ja. Das fand ich gerade hart. Das hat mich jetzt sehr erschreckt. Meine Fresse. Wer rechnet denn mit sowas? Mitten in so einem schönen Gang. Ich habe null damit gerechnet. Null. Ich war irgendwie in einem Satz drin, aber ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Also, falls ich den Satz unterbrochen habe, tut's mir leid. So, speichern. Das war jetzt echt mal ein Schock des Lebens. Hilfe. Okay, Lara macht den Sprung wieder nicht. Doch, sie macht ihn. Genau, und bleibt auf der Rampe stehen, springt mal hoch. Finde ich einen coolen Bug. Lara. Geht's noch? Hoch mit uns. Nix anderes. Scheißdreck kannst du daheim in der Villa machen. Aber nicht, wenn ich Laras Anwesen spiele. Sondern privat, wenn ich nicht dabei bin. Dann kannst du jeden Mist machen, den du willst. Okay, ich wollte noch gucken, ob da noch was ist, aber ich habe jetzt nichts gesehen. Ja. Und das scheint hier wirklich ziemlich labyrinthmäßig aufgebaut zu sein.
Jo. Ich glaube, wir können hier hoch. Genau, das dürfte eigentlich gehen. Von der Seite vielleicht. Nö. Und wie geht's sonst? Hier ist ein Block. Das heißt, wir können den Block mal schieben. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Leute, ich habe mich noch nicht so erschreckt. Ich glaube, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht so erschreckt wie eben gerade. Das war gerade echt hart. So. Und über die Aufnahme hört sich das immer nicht so schlimm an. Ich habe mir schon viele Aufnahmen angehört, wo ich mich erschreckt habe. Das kommt überhaupt nicht so rüber, aber. Das war gerade echt Horror. So. Okay. Also schnell hier durchschlüpfen. Hier ist ein Medipack drin. Das nehmen wir natürlich gerne mal mit. Und werden von der Tür natürlich totgequetscht. Okay. Es gibt schon mal Sinn. Jetzt möchte ich mal gucken, was auf der Seite ist. Das Moskito höre ich, ja. Hier. Ganz klare Sache, Secret. Glaube ich. Oder Weitergang des Spiels. Auf jeden Fall ist da was. Auf jeden Fall. So, Lara. Das war knapp. Hast du eigentlich immer so ein Glück? Also den Block rausziehen und hintenrum durchgehen. Ich glaube, das ist allen klar, oder? Ganz klare Sache. Klarer als Kloßbrühe. So, und jetzt hier rüber. Und hier ist bestimmt ein Secret. Wie jetzt? Ah, Weitergang des Spiels. Und zwar müssen wir nämlich diesen Block jetzt herausschieben und können damit da oben in die Öffnung. Oder da ist ein Secret, weil es gab ja noch eine Leiter. Ich gehe erstmal da hoch. So, Block rausschieben. Genau. Und deswegen gibt es die andere Tür, dass wir da dran vorbeikommen. Das gibt alles Sinn. Und da hoch gehe ich dann nachher. So, jetzt kann ich den nämlich wieder ziehen. Ja, es gibt halt hier ziemlich viele Blockschieberätsel in dem Spiel, aber das ist nun mal so. So, und jetzt ducken, sonst kommt Lara da nicht durch. Und Block schieben. Und dann gehen wir schon wieder außen rum. Oder können wir ziehen? Block ziehen dürfte auch gehen. Ja, Block ziehen geht auch. Also ziehen wir einmal den Block. Das auch gerade gehört. Das war gerade ein komisches Geräusch. Ach, übrigens, so hier das Bild, ne? Also die Steintafel weist auf was hin? Das sieht aus wie eine Wolke mit Wind. So ein Windstoß oder so, aus einer Wolke. Aber was das für einen Sinn macht, weiß ich nicht. Naja. Schieben wir einfach nochmal. Speichern den Fortschritt. Und jetzt fibbeln wir uns jetzt mal durch irgendwie. Und dann kommen wir vielleicht zu einem Geheimnis raus. Ich weiß es nicht. Oder bei der Maske. Aber es gab ja auch noch die Leiter. Geheimnis. Schrotmunition und Granaten. Der Granatwerfer wäre natürlich noch geiler gewesen. Unsere Lords Dragonheads. Die sehen so lustig aus. Unsere vier Orb of Lights, die wir alles sehr, sehr mühselig erarbeitet haben. Die kann man gar nicht genug würdigen. Und Geheimnisse haben wir jetzt. Oh, ich bin im Inventar. Ich wollte eigentlich Statistiken. 65 von 75. Nicht schlecht. So, und dann gehen wir wieder raus. Da können wir wieder runter. Durch das Loch, ganz genau. Und die Leiter hochklettern. Ohne von diesem komischen Kessel erschlagen zu werden. Okay. Ah, ich hab's gesehen. Da gibt's wieder diesen komischen Giftrauch. Ich muss kurz unterbrechen. So, und da bin ich auch wieder zurück. Und klettern die Leiter hoch. So, wo waren wir denn? Da oben sind Fässer, darauf müssen wir aufpassen, dass wir nicht überrollt werden. Und ich höre schon wieder so ein komisches Moskitoviech herumflattern.
So. Und darüber. Justus. Und darüber. Und Hilfe. Im Gottes Name, wie soll ich das denn machen? Okay, laden. Okay. Und nochmal. Weil es so schlecht war. Dann speichere ich hier oben nochmal ab. Genau hier. Speichern. Und löse jetzt erstmal diese Kugeln aus. Genau, die ist nämlich jetzt schon weg. Das speichere ich schon mal. Und dann kann ich hier zurück. Oh, Lara, halte ich fest. Zurück. Auf die Seite. Und hinhängen geht auch nicht, weil dieses komische Ding im Weg ist. Okay. Okay, okay, okay. Dann machen wir jetzt das, was Lara will. Und jetzt machen wir das, was ich will. So. Und so. Wie soll das denn gehen? Oder wartet mal. Andere Idee. Und hangeln. Nicht festhalten, hangeln. Nicht festhalten, hangeln. Nicht festhalten, hangeln. Oh. Wenn ich es jetzt mache, lässt sie sich so bescheuert fallen. Ich will doch nur auf die Seite hangeln. Lara, ich bitte dich. Halte dich mal fest. Und sofort auf die Seite hangeln. Und dann... Oh Mann. Diese Frau macht mich echt aggressiv. Muss ich so machen? Das ist auch eine Möglichkeit. So. Wenn Lara das anders nicht macht, müssen wir das so machen. So, und dieses Moskito-Viech, das regt mich auch die ganze Zeit schon auf. Da oben ist es nämlich schon. Ich sehe es. Ich sehe den Schwanz. Und jetzt da. Klar, das kann natürlich nicht hinhauen. Ich nehme ein Medipack. Ein kleines. Wir haben nur eins. Also ein großes. Laden und 9 drücken und volles Leben. Okay. Jetzt warten wir mal kurz einen Moment. So, und jetzt durch. Und dann da hoch. Jetzt haben wir unsere tolle Shootgun. Bam. Tot. Tot wie nichts Lebendiges. Und dann sehen wir da drüben wahrscheinlich schon unsere... Unseren. Also nicht unsere Maske, nicht unserer Kopf und... Doch, warte mal. Da drüben finden wir unseren nächsten Drachenkopf. Irgendwie habe ich ein Problem damit, kann das sein? So. Ich will ja eigentlich nur rüber. Hallo. Aua. Lara, das hat auch wehgetan, oder? Und die überlebt es auch noch. Tschüss. Ach ja. Okay, wir laden das. Ich sehe es ja ein. Und dann hier rüber wieder und voll gegen die Wand. Das muss einfach nur wehtun. Tja, und den Sprung weiß ich noch nicht ganz, wie ich den gestalte. Aber wir probieren es aus. Wie anderes, alles andere in dem Level. Vielleicht muss ich hier wirklich die Kante ganz ausnutzen. Und dann macht es auch. Aber dann hängt sie hier an diesem komischen Ding rum und hat keinen Bock mehr. Deswegen müssen wir ganz links hin und ganz an der Kante abspringen und hoffentlich nicht von dem Ding erwischt werden. Und dann zieht sich Lara schon wieder nicht hoch. Das heißt, wir müssen das Ganze ziemlich weit rechts machen. Und dann klappt es auch. Speichern. Das ist vielleicht blöd mit den Statuen hier. So, und was ist da oben? Guck mal, da oben ist doch was. Aber ich komme von hier nicht hoch, ne? Nö. Da kommen wir vielleicht nachher hoch. Beziehungsweise nachher hin. Ah ja, okay. Alles klar. Ja. Ist ganz genauso klar. Vollkommen klar, die Spieße, ne? Und da hoch. Oh Gott, was ist das denn für eine Stelle? Und hier dran. Und tot. Laden. Ich mach das anders. Plan missglückt. Aber so. So hat's geklappt. Und jetzt gucke ich mal, ob hier oben was ist dahinter.
Nein, kein Secret drin. Das heißt, wir gehen hier ganz normal weiter. Hier dran. So, und jetzt müssen wir es halt irgendwie hinkriegen, so zu springen, dass Lara sich nicht abstößt und an der Leiter kleben bleibt. Und das kriegen wir eben hin, indem wir eine Rückwärtsrolle machen und uns so hinhängen. Dann klappt es nämlich. Schön. Speichern den Fortschritt. Und schon wieder. Aber das Ding hat mich diesmal nicht erschreckt. Auch hier ist kein Secret drin zu finden. Nö, das heißt, wir kriechen jetzt wieder eine Runde durch den Schacht. Ne, Lara. Und dann dürfte da bestimmt auch schon bald, wartet mal, unser nächster Drachenkopf sein. Ich hab's richtig gesagt. Hier ist nichts, okay. Ich habe gedacht, Secret oder so in der Wand. So ein dunkler Kriechschacht, den man mal gerne übersieht. Aber das ist nicht der Fall. Hier haben wir noch ein bisschen Schrotmunition. Und ein Hebel, der wahrscheinlich wieder eine Tür öffnet. Genau die. Und ich hoffe, dass wir es dann gepackt haben. Wo bin ich jetzt hier? Also wieder da zurück. Oh. Hier müssen wir jetzt halt wieder runterkommen. Das ist jetzt wieder das nächste Problem. Wo sind wir hier? Genau. So, speichern. Dann können wir uns hier runterlassen. Und hier runterlassen. Hier rüberhangeln. Und uns ganz gemütlich hier runterlassen. Und von dem Viech abhauen, weil uns das töten will. Hallo. Und jetzt fällt er natürlich wieder drei Schuss aus. Ist natürlich klar. So. Ich glaube, das hätten wir hier hinter uns. Lara, danke. Und. Oh! Das habe ich unterschätzt. Laden. Weil. Lara tot. So, und jetzt hier runter. Ach, das hatte ich aber nicht so vor. Lara, du musst schon das machen, was ich dir sag. Wenn du dir nicht wehtun willst, ne? Magic. Ein Bug nach dem anderen, ganz ehrlich. Das fand ich gerade lustig. So. So schnell kann man sich eine Leiter hochbeamen. Habt ihr das gesehen? Und wenn ihr mal keine Lust habt, eine Leiter hochzuklettern, macht ihr das genauso. Ach nee, ihr müsst ja oben sein dafür, ne? Aber der Bug ist schon wieder lustig gewesen, echt. So, und hier hat sich jetzt, glaube ich, die nächste Tür geöffnet. Oh Gott, hier gibt es noch eine Tür. Dann heißt es, wir gehen hier lang. Und sind mal gespannt. Okay. Hier sehen wir nichts Brauchbares. Auch hier sehen wir nichts Brauchbares. Das heißt, wir rennen durch. So, anhalten. Gucken. Wie ein Schulterblick in der Fahrschule. Und hier gucken. Okay. Und ich glaube, die Stelle war nicht einfach, weil die halt doppelt sind. Und ich sage einfach hier drauf losrennen. Guckt mal, wir hätten es sogar fast geschafft. Also fast geschafft ist was anderes, ne? Aber man kann da ganz gut durchrennen, glaube ich. Okay, das war jetzt schlecht wiederum. Und ihr müsst zum Bogen rennen, glaube ich. Und tot ist das Ding. Ich glaube, wir müssen mit Anlauf hier eine Kurve rennen. So. Zack. Aber das hat nicht gereicht. Das heißt, wir machen das nochmal. Und? Nee, schon wieder tot. Okay, dann nochmal. Und dadurch. Und wir haben es gepackt. Man muss halt ein bisschen rumprobieren, ne? Und jetzt haben wir, glaube ich, die letzte Tür geöffnet. Das war jetzt nicht so schlimm. Nur das Zurückkommen wird nochmal ein Problem. Aber das machen wir genauso wie eben, einfach durch. Und einfach durch ist vielleicht nicht ganz so die Lösung, aber egal. Und durch. Nicht die Lösung. Nächster Versuch. Schief. Kurve laufen. Uff.
daran sind wir jetzt halt gestorben. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber ihr müsst echt eine Kurve auslaufen. So eine Kurve. Uff. Schon wieder. Ich find's auch lustig, wenn Lara so zermatscht wird von dem Ding, wie die durch den Stein durchfällt. Genau. Und jetzt kommt die durch den Stein durchgefallen. Ja, das ist ja Standard eigentlich, ne? Aber vorhin sah das noch lustiger aus. Wenn ihr sehen wollt, spult zurück. Ja, klasse. Oh Gott, ich überziehe übelst die Folge. Aber die Maske hebe ich noch auf. Weil ich glaube, die ist im nächsten Raum. Und wir haben ja auch schon 112 Folgen von dem Spiel. Wisst ihr, was 112 Folgen sind? Na, auf Zeug. 112 Folgen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Guck mal, das geht auch ohne Sprinten. Kann das Ganze auch gechillter angehen. So. Und jetzt da holen wir uns wahrscheinlich die letzte Maske. Ich krieg's nicht mehr im Kopf. Naja, jetzt ist egal. Jetzt haben wir ja alle vier Köpfe. Ne, Köpfe. So, und jetzt schießen wir nochmal den Gegner ab. Wo ist der hier? Und da. Gut, habt ihr noch was für mich? Ja, der hat Uzi-Munition. Und der Anna-Typi hat... wahrscheinlich auch Uzi-Munition. Ich habe gedacht, er hat nichts. Gut. Und weil das Schwachsinn ist, jetzt das Level, die Folge zu beenden, setzen wir jetzt noch die vier Lords Dragon Heads ein und verlassen das Level. Ui, ab ins Wasser mit uns. Ich hoffe, dass wir nicht vergiftet wurden. Jetzt wurden wir aber vergiftet. Aber das schaffen wir bis zum Levelende. So, schnell raus. Wir schaffen es vergiftet bis zum Levelende. Sind wir überhaupt vergiftet? Oh. Jetzt gibt es noch so ein Viech. Zwei. So, aber die kriegen wir auch relativ schnell tot, denke ich. Der eine ist schon tot und der andere noch. Wir sind gar nicht vergiftet, oder? Ich glaube, wir sind gar nicht vergiftet. So, und der ist auch tot. Gott, das Ding hat mich jetzt erschreckt. Doch, wir sind doch vergiftet. So, wir setzen jetzt alle vier Dragon Heads ein. Nummer 1. Zack. Und die Augen werden rot. So, und dann hier Nummer 2. Augen schalten von grün auf rot. Alle mühsam eingesammelt. Und hier den nächsten einsetzen. Das macht Spaß. Und ich finde die Idee einfach cool. Mit diesen Köpfen und dem Mund, wo man das dann da reinstecken muss. Und die Augen dann die Farbe verändern. Finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Finde ich richtig schön. So. Und jetzt da verlassen wir das Level, glaube ich. Hui. Ab ins Wasser und ab durch die Strömung. So haben wir letzte Folge auch das Level verlassen. Im letzten Level auch verlassen. Und... wie jetzt? Wo ist das Levelende? Hier ist das Levelende. Oh! Doch nicht. So, ich nehme jetzt erstmal Medipack. Oder nö. Geht auch ohne. Wir setzen nämlich jetzt unsere vier Orb of Lights ein. Orb of Light Nummer 1. Das ist ein ganz besonderer Moment. Und Lara geht's gerade richtig dreckig dabei. So. Vielleicht schaffen wir das ohne Medipack. Ich bin jetzt gerade voll sparsam. Orb Nummer 3 von Peru. Und das Castle Orb of Light. Nevada und Tibet haben wir eben eingesetzt. So, und bevor wir verrecken, ab ins nächste Level. Wir haben es geschafft. Und das Bild zieht sich wieder normal. Hä? Ach so. Ne, wir sind immer noch vergiftet. Das ist ja bescheuert. Naja, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Aber mit einer gesunden Lara. Ich spiele das jetzt nochmal. Bis dann. Ciao. Wow.